So, willkommen zurück. Wir machen jetzt den nächsten Auftrag während des Schreiens. Da müssen wir drei Pop-Teile in einer 19er-Zone finden. Ich denke mal, müsste eigentlich ziemlich simpel sein. Aber was anderes, ihr seht hier unten dieses Paysafe-Code. Das bedeutet, dass ich einen 10-Euro-Gutschein, also 10-Euro Paysafe-Karte verlose, kann man ja nicht sagen. Ist halt ein Gewinnspiel. Also, die Bedingung ist eigentlich ganz simpel. Jeder kann mitmachen, der Code steht da, irgendwann wird er vollständig. Alle 10 Abonnenten gebe ich eine Zahl dabei. Also nicht durcheinander, sondern eine Zahl, die nächste Zahl. Da wir jetzt 8 Abonnenten haben, habe ich mir gedacht, komm, gönn schon mal die eine Zahl, weil nur Fragezeichen ist ja auch blöd. Und wie gesagt, wenn wir 20 Abonnenten haben, kommt wieder eine Zahl dabei. 30 Abonnenten, wieder eine Zahl dabei. Also, in dem nächsten Video werde ich dann einfach dementsprechend, wenn die Abozahl da ist, eine Zahl hinzufügen. Und wenn einer den Code rausgefunden hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Also derjenige soll sich dann schon bitte melden, weil dann kann ich schon den nächsten Code nehmen. Nicht, dass ich noch ein Video aufnehme, habe nicht vergessen nachzugucken, ob einer den Code geknackt hat. Dementsprechend. Also, es lohnt sich also ein Abo da zu lassen. Wer noch kein Abo da gelassen hat, kann dies jetzt tun. Die Glocke zu aktivieren macht jetzt auch Sinn, weil man wird direkt benachrichtigt. Man kann gucken, oh, hat er seine Abonnenten bekommen und dementsprechend eine Zahl mehr, also höhere Chance zu gewinnen. Die Codes könnt ihr immer versuchen einzulösen, beziehungsweise zu gucken, ob es der richtige ist, bei Paysafe Card direkt. Also Paysafe, da kannst du den Code gucken, ob er aktiv ist oder nicht. Und ich gucke auch selber immer nach, ob er aktiv ist, also macht euch da keine Sorgen. So, jetzt aber mal zum Auftrag. Wie gesagt, drei Pop-Teile finden, beliebige Zone, immer auf jetzt spielen gehen, aber ist in die richtige Zone, also in die richtige Mission eingeleitet. Jetzt aber gerade was anderes. Wir müssen nämlich uns, was heißt müssen, wir können unseren Helden aufrüsten. Das habe ich nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. Zack, einmal weiterentwickeln. Kriegen wir einen schönen Bonus. Okay. So, dann gehen wir mal aufwärts. Ich schätze mal, bis Maximum können wir gehen. Zack, zack, zack. So, Maximallevel erreicht. Gucken. Weiterentwicklung natürlich noch nicht. Also, hier brauchen wir schon mal Blitz der Flasche, aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber jetzt ist hier schon mal Level 67, ist ja schon mal ganz ordentlich. So, da ist heute das erste Video. Das will ich natürlich euch auch nicht vorenthalten, was die Tagesaufgabe bei mir ist. Also bei mir ist es heute Höhlenausrottung mit dem Sturmgewehr. Da ich eben mit dem Sturmgewehr spiele, ist das kein Problem. So, wir gehen jetzt mal rein. Genug geredet. So, wo müssen wir denn hin? Er schickt mich einfach mit anderen zusammen. Okay. So, hier gehe ich erstmal hin. Mal alle leise. Zack. Boah. 132. So weit wäre ich auch gern schon. Aber kriegen wir alles noch hin. Und wie gesagt, probiert den Code einfach aus. Irgendwelche Zahlen. Wie gesagt, der Code besteht nur aus Zahlen. Also keine Buchstaben oder sonst was. Immer nur Zahlen. Oder eventuell Buchstaben. Aber ich gebe euch den Tipp: hier der Code, der hat nur Zahlen. Falls ein anderer Code auch Buchstaben hat, dann habe ich mich jetzt verraten. Also der Code hat nur Zahlen. Und so viele Möglichkeiten sind es ja eigentlich nicht. Warte mal. Das ist 3, 16 sind es, 15. Eine Million ist 7, eine Milliarde ist 10. Ja, sind ein paar Möglichkeiten. Also wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr bleibt immer auf dem Laufenden. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Also wie gesagt, wir wurden einfach in eine Gruppe reingeschmissen mit anderen. Also ist anscheinend in jeder Mission zu finden. Na komm schon. Es gab einen Fehler. Dankeschön. Warte mal. Interessiert mich aber jetzt doch nochmal. Finde drei Pöppen in einer 19er Zone. Ja, 19er Zone fertig. Mehr ist es nicht. Auf jeden Fall war da schon einer mit hohem Level. Also rausgeflogen bin ich schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Hoffe ich mal, dass wir jetzt reingehen können.
Bam, 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 bam. Und schreibt halt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ich das als Gefährt, doch, ob ich ein Gewinnspiel mache, ob das okay ist oder ob ich es irgendwie anders machen soll. Oder generell, ob ich irgendwas vielleicht grundlegend falsch mache. Lager zerstört, aktive Lage finden. Okay. Wie immer, brauchen Schrauben. So, haben wir überhaupt Clou? Dieses Lager ist nicht aktiv. Reicht. Gucken, wie lange meine Waffe noch hält. Wir müssen ja eh 300 Höhlen ausrotten, von daher würde ich alles mitnehmen, was wir finden. So, die Frage, meint der jetzt mich mit dem Lager oder einen anderen? Ich gehe einfach mal rein. Ah, ja doch, er meinte mich. So, da hinten haben wir ein Ausrufezeichen. Warum? Ich hab doch gar kein aktives Ausrufezeichen, wüsste ich jetzt nicht. Nice, Radar haben sie schon gebaut. Da waren sie ziemlich schnell. Weil das Ausrufezeichen ist bei dem Elite. Na bitte! Schalte diese Höhlen aus! Teile meines Freundes finden kannst, den ich verraten habe und vielleicht getötet, ja, dann kann ich das vielleicht in Ordnung bringen. Ach, das sind die Pop-Teile. Ah, also haben wir alle drei gefunden. Also haben wir unsere Mission schon erfüllt. So, jetzt müssen wir nur mal hier die Lager finden. Ja, komisch, sind hier nur inaktive Lager. Zwei hätten wir. Weiter geht's. Die Lager werden immer stärker. Bereite dich besser gut vor. Ja, wenn ich mal ein Lager finden würde. Na bitte. Runde 3. Kämpf! Wow. So, dann gehen wir mal gerade helfen. Komm, gib Gas. Lauf. Ja, wenn, ach, die werden doch auf der Map angezeigt, okay. Auf das nächste. Überprüfe deine Karte. Wo rennt der rum? Der ist auch schon tot. Also ich glaube, hier mit Farben ist hier irgendwie nicht großartig was. Dieses Hoverboard benutze ich irgendwie auch nie. Weil ich dann irgendwie doch überall mal stehen bleibe. Gucke. Mach weiter so! Du hast noch 15 Minuten, um die Mission abzuschließen. Werden wir wohl locker schaffen. Boah, ey, wie stark ist der denn, ey? Wie Level hat er? 50. Unglaublich! Sieh dich vor, Kommandant! Da kommt noch mehr! So, Koalition ist immer gut. Überprüfe deine Karte. Ja, ich brauche vor allem brauch ich mal Hüllen. Hüllen erst. Oh, schwach. Mach das Lager platt. Junge, Junge. Gucken, ob es hier einen Bonus gibt für mehrere Lager. Die Mission ist echt ziemlich simpel, finde ich. Noch keine Schraube. So, benutzen wir das Ding mal. Jetzt sag mir das genau vor uns. Tatsächlich. Schön wär's. Geht nicht. Simpel. Was ist das? Was ist das denn? Sieht aus wie ein Eis. Also dieses Kaktuseis.
saugt an meiner Energie. Dann frage ich immer, welche Aufgabe dieses Ding da hat. Ist das dein Ernst? Ja, müssen wir jetzt einfach nur. Dieses hier! Schalte es aus! Ich dachte mir schon zu herum. Jetzt wird's ernst! Mach dich bereit! Ja, hast du überhaupt keine Zeit, irgendwie einen zu töten. Wenn du weiter Druck machst, kriegen wir die Zone geräumt. Gott, ey. Ist ja mal stark. So, nächste. So wird ein Überleben angezeigt. Dann gehen wir mal zu diesem. Was ich auch mal wissen wollte, farmt die eigentlich viel? Oder muss man generell viel farmen? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das sieht mich halt wirklich, ob ihr viel farmt oder euch das ertradet. Oder spielt ihr mit einem zusammen, der eine macht das, der andere das. Map, da hinten. So, wir haben ein Snowboard. Hoverboard. Zack, zack, zack. Oh, der macht fast alles alleine hin, ey. Ich komme, Little Gerd, wie du heißt. Jetzt versuche ich's. Sie hängen schon in den Seilen. Ach, hör doch auf. Wer bist du denn? Mach das nächste. Überprüfe deine Karte. So, direkt Hoverboard. Ach, er steht auch schon dabei. Auf geht's. Du weißt, was du zu tun hast. So, jetzt will ich aber auch mal hier ein bisschen was machen. Muss man alles allein machen. Schießen kommen muss nicht zu. Ja, nur noch eins übrig. Hab eins. Überprüfe deine Karte. Och Gott, er rennt ein Weihnachtskostüm rum. Aber Weihnachten dauert noch ein bisschen. Geschenke aufheben. Warte, hier kannst du überhaupt keine Mobs, ey, weil die so schnell down sind. Du hast es geschafft. Toll, das war's schon. Die Zone ist frei. Gute Arbeit. Und jetzt? Gehen wir nach Hause. Das war's schon. Ach Gott. Wie süß. GG an alle, ja ich sag ja, 5000 Schaden, ey. 5000 Schaden. Das ist das höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. So, jetzt können wir gleich auch noch die Lamas aufmachen. Ich glaub, ja, das eine Lama. Oder doch, hier haben wir doch drei Mini-Lamas, meine ich. Sicher wünsche ich mir jetzt gerade nicht. Zurück. Das war ja mein easy Auftrag. Ich habe schon Angst vor meiner ersten Zonen, zweiten Zonenverteidigung, Sturmschildverteidigung so. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin.
Also da habe ich noch nicht heimlich weitergemacht. Ich habe auch nichts verändert. Im Plankton ist die Basis noch komplett unberührt, also da ist noch gar nichts gebaut, keine Wand, nichts. Und im Wald habe ich auch nichts geändert. Aber da habe ich einer, glaube ich, geholfen, wo ich mal einen kleinen Livestream probieren wollte, wo wir keiner kam. Und da haben wir einer größeren geholfen. Die war, glaube ich, schon 8, 9. Stück. Und jetzt müssen wir wohl nur noch warten. Ich konnte Daten von Pops letzter Stunde bergen. Hier, sie selbst. Okay. Ich spreche mit einer Blechbüchse. Heilen tun wir uns eh nicht. Was benutzt ihr hier eigentlich? Man sagt, dass er ein geheimes Labor hat und dort an etwas Großem arbeitet. Etwas, womit die ganze Sache für uns doch noch gut verlaufen kann. Ich muss los. Weil Airstrike benutze ich eigentlich fast nie. Annäherungsmine. Bevor wir beide mit der Weltrettung begonnen haben, habe ich an Dr. Windermans Projekt zur Sturmabwehr mitgearbeitet. Ich war so eine Mischung aus Assistent, Berater und so weiter. Ich weiß also nicht sicher, ob das jetzt so für sinnvollste mich war. Zur Sturmabwehr wieder blanke Wahnsinn. So, aber ich habe ihm vertraut. Ressourcen. Gut, dass die wir das ersten. Durchgezogen haben. Mit dem Sturm hatte er recht. Als so, wir dann haben wir noch die Lamas. Sind, dann haben wir die nämlich noch schnell auf. Ich glaube, das ist von ihm. Ich brauche den Rest der Datei. Falls Dr. Windermann das Projekt zur Heimatbasisverteidigung wieder. Wie gesagt, die Zeichnungen und alles kommt jetzt alles direkt in die Sammlung. Alles außer was Blaues. Ich könnte wirklich dir gehören. Aber kleine habe ich schon, oder? Ja. Zack. Öffnen. Ich hätte gerne noch mal ein goldenes. Das hat echt geschmeckt, das goldene Lama. Ja, Regentropfen sind auch okay. So, das auch noch. Und Silber. Mann! Inzwischen weiß ich, dass das Gold kommt. Aber warum kommt einfach noch Regentropfen zur Zeit dabei? So, Skizzen. Grün, wiederverwerten. Abfahrt, grün. Oh, hatten wir noch gar nicht. So, dann haben wir hier noch irgendwas. Wiederverwerten. So, dann hatten wir noch einen Überlebenden. Auch ein grün. Wie gesagt, die blauen behalte ich erstmal, bis lila quasi die Oberhand bekommt. Und halt mit dem Leveln. Es wäre nett, wenn mir da wirklich mal einer in die Kommentare schreiben könnte mit dem Leveln von den Überlebenden. Das würde mich halt echt mal interessieren, ob das was bringt oder nicht. Kabelgröße. Oh Gott. Sammlungsregierung, bla bla bla. Sonst kann ich von denen aber auch nichts angucken. Ja, ist halt ein Überlebender. Steht da ja nicht. Ist halt immer ein bisschen. Ich find's komisch. So, was haben wir hier noch? Blau. Ich habe, glaube ich, eigentlich von jeder Klasse einen. Eigentlich brauche ich die blauen da auch nicht mehr. Oder wie sieht die das? Ich meine, klar, hier ist jetzt eh Overpowered hoch 8. Aber blau? Warte mal, habe ich überall einen blauen? Es gibt ja nur vier Klassen. Da habe ich einen lilanen, da habe ich lila und selten lila und einen Deck auch. So, sortiert nach Wertung. Ne, dann stoppen tue ich die jetzt auch zur Sammlung. Weil wenn ich überall einen habe, es geht ja eigentlich nur um, sag schon, um. Dass ich überall einen hab für die Tagesaufgaben. Dann kriege ich nämlich noch Helden-EP. Die darf ich nicht. Die darf ich auch nicht. Theoretisch reicht mir ja einer. 15 Tropfen, nehmen wir mit.
Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier auf der PlayStation kam. Oh, blau. Drei blaue Skizzen. Schmeckt. Stärken. Ich will aber auch nichts falsch machen, weil im Prinzip ist sie ja das Update von ihr. 8,5. Ich mach das jetzt. Sammlung. Zur Sammlung. Ich brauche nur von jeder Kategorie eigentlich ein. Ach, 10.000 Skizzen EP. Kann man auch immer gebrauchen. So. Was? Das ist Quatsch. Was ist denn jetzt los? Da ist hier Verdacht, dass einer in meinem Account rumtornt. Was mehr? Ah, okay. Zack. Jetzt geht's mit dem Level natürlich schlagartig hoch. So, Level 30. Ah, die brauche ich irgendwann. So weit war ich mich auch schon. Den darf ich nicht. Ab in Sammlung. So, schicken. So, Entdecker. Ja, da behalte ich nur die zwei. Ein Fallenpaket. Zack. Darf ich nicht. Zack. So, Überlebende verwalten. Weil die eine. Nee, war das. Das lassen wir aber mal. Skizzen. Haben wir noch nicht, haben wir noch nicht. Haben wir schon. Ach, hab ich öfters bekommen. So, dann habe ich ja einen Lama bekommen. Ne, ich will das Lama haben. Hey, pass auf! Ja. Meine Eins, Güte, ich zwei, ja keine drei. Ja. Ich wurde so, jetzt bin ich unwissend. Gibt's nach selten noch was? Ja, das ist gut. Dann gibt's eigentlich doch eine legendäre Falle. Die Autoreifen, die habe ich nämlich auch nicht. Weil damit spielen nämlich auch viele. Weil die über zwei Kacheln gehen. Das sind ernst zwei, wenn. Oh. Ja, nicht weg. Oh, okay. Und Katapult braucht der Mensch, glaube ich. Was gibt's? Gibt's eine legendäre Bodenfalle? Boden oder Decke? Decke hatte ich Mist. Ich glaube, das war gut. Weil da habe ich einem schon zugeguckt, der hat das gebaut und hatte nämlich auch die dann über zwei Raster laufen. Ja, das war nice. So, gerade mal gucken, trotzdem, ob ich irgendwas doppelt habe. Ja, die habe ich so. Das ist so Blödsinn, ey. Aber eigentlich kann ich die doch abgeben, weil ich habe die hier nochmal. Noch mal in 1000 Varianten gibt. Weil dann brauche ich hier nicht noch mal. Das Wandding habe ich ja jetzt auch in Fletchy. So, hier habe ich eigentlich auch das Update von. Kann die eigentlich auch weg. Das kann auch weg. Das kann einmal weg. Natürlich jetzt hier auch nichts Falsches machen. Das kann. Nein. Das kann zur Sammlung. Das war's. Ja, die Falle kriege ich. Jetzt hier die benutzen. So ein Lecker jetzt. Die kann ich nicht, ne? Nein. So, dann würde ich sagen, war's das. Und wie gesagt, euch viel Spaß damit, den PaySafe-Code rauszukriegen. Wie gesagt, bei 20 Abonnenten und nächstes geplante Video wird direkt eine neue Zahl dabei gemacht. Also quasi, wenn ich jetzt sehe, wenn das Video zu Ende ist, was ja jetzt schon 24 Minuten dauert, und es kamen zig Abonnenten dazu, wird es natürlich weitergemacht. Also dann kommt direkt eine neue Zahl dabei.
Ich sag nicht einfach, nee, nach 3 Tagen erst oder so. Also in dem Sinne, haut rein.